Die folgenden Ereignisse finden zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens statt. Alles, was Sie sehen, geschieht in Echtzeit. Damit ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Video. Und zwar ist es vor kurzem rausgekommen, Don't Scream. Wir spielen das Ganze heute hier auf Twitch zusammen mit unserem Chat. Und der Chat hat die Möglichkeit, eben halt auch Alerts abzuzünden. Die sind zwar dann im Mikrofon nicht mit drinne, aber Don't Scream behandelt das Ganze so, wie ihr ja gerade seht, dass mein Mikrofon mit abgegriffen wird. Und das heißt, wenn ich zu laut bin oder zu laut rede, zu laut spreche, dann sterben wir. 24 hours later. Ihr habt ja schon bei Benny quasi den perfekten Run eigentlich gesehen. Den kriegt ihr jetzt von mir quasi den Dilettanten ran. Und wir gehen jetzt einfach mal los. So, hallo, hallo. Wir zählen einfach die, genau, die Nicht-Tode. Genau, jedes Mal, ich schreie, wisst ihr. So, I'm back in the forest, my friend. Sehr schön. Ja, hier ist, ich habe meinen Rucksack liegen lassen. Und Steffi war so lieb, hat so lange drauf aufgepasst. Ne? Ist so wichtig, dass die Sicht... Oh, okay, du lebst. Aber warum ist die Sicht gepixelt? Hallo? Warum ist denn die Sicht gepixelt? Hat da vielleicht irgendjemand irgendeine Sicht benutzt, irgendwie, was er nicht hätte benutzen dürfen bei der Programmierung? Ja, wenn es nicht anders geht, muss es halt gut mute machen. So, okay, also wie gesagt, ich hab's jetzt runtergenommen, ist egal. Also, wir spielen es halt durch irgendwie, ihr könnt euch trotzdem daran erfreuen, wie ich mich erschrecke. Wie gesagt, der perfekte Run wurde von Benny absolviert. What the fuck? So. Ja, schön. Zeckenspray habe ich mir vorhin rauf gemacht. Da dürfte jetzt auch nichts passieren. Da kann ich mich durch jeden Farn schlagen, der daherkommt. Schön. Wunderbar. Sind wir jetzt eigentlich, sind wir abgestürzt hier mit dem Flugzeug? Wer sind wir überhaupt? Was ist unsere Intention? Wer sind wir? Sind wir ein Förster? So, hier ist nochmal der Friedhof. Friedhof mitten im Wald finde ich auch wirklich unheimlich. Sehr unangenehm. So, und soweit ich mich entsinne, war Benny ja auch im Haus, ne? Ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern, was im Haus war. Ist das da vorne? Ja, da vorne ist es. Oder? Ja. Die Schreie so irgendwo mittendrin, das ist so fies, das ist so mies. So, okay. Und wir hören ja auch die ganze Zeit, dass jemand im Haus ist. Ich bin schon im Haus. Okay. Was? Wie bitte? Okay. Kurz über so einen kleinen Steinhaufen gestolpert. Hm. So, das Auto. Wie kommt das Auto her? Hier ist keine Straße. Ne? Hier ist nichts. Naja, okay. Wir gehen rein. Ach. Ist völlig unheilsschwanger, diese Raben hier überall. Die wissen schon, was passiert. Hallo! Oh. Das wäre jetzt gewesen, tatsächlich. Das Spiel wäre jetzt vorbei. Können wir schon mal einen Strich machen. So. Geh mal. Hallo? Ich wollte mal fragen, ob Sie vielleicht eine Tasse Mehl haben für mich. Ich bin Ihr Nachbar. Oh Gott, was denn, warum hat das so viele Zimmer, dieses Haus? Ah, schön. Das Bad. Aber ein schön sauberes Bad, muss man sagen. Schön, Wanne ist schon eingelassen, perfekt. Warum ist denn jetzt, was hat hinter mir die Tür zugemacht? What is happening? Hilfe!
Das war das zweite Mal, Alter. Ah, schön, schön, schön. Das ist wahrscheinlich der Geist von Sebastian Schweinsteiger hier, der hier umherirrt. So, okay, wir gehen hoch. Hallo, Ma'am, brauchen Sie Hilfe? Ich habe ein Telefon dabei. Oh Gott. So, also entweder war der Predator. Okay, nichts. Nee. Weiß ich nicht. Cool. Cool. Selbst öffnen Schränke muss man viel bezahlen heutzutage. Pflaster abreißen? Okay. Cool, 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 cool. Weil du fragst, wer sind wir? Sein Name ist Torben. 74 Jahre, Rechtshänder, 1,76 und wiegt so um die 70 Kilo. Er wohnt in Schottland und ist Golfballtaucher. Das ist eine beeindruckende Vita, muss ich sagen, irgendwie. Ich fühle mich direkt dem Charakter verbunden. Golfballtaucher ist auch Hammer. Zweite Toilette. Finde ich gut. Also zweite Bar tatsächlich, auch mit Badewanne. Ist quasi Luxus. Luxus pur. Sonst kennt man es ja vielleicht von anderen Etagen, dass man so ein Gästebad mit so einem Kinderwaschbecken, wo gerade mal so eine Hand drin passt. Ha! Oh, das ist fies. Oh, das ist unangenehm. Läufst du einfach jetzt nach unten in die Küche, willst du dir einfach was zu essen holen, dann macht das. Nein, es kommt mir nachgelaufen. Das ist schön. Okay. Okay. Ich sitze nicht mehr. Unangenehm. Very unangenehm. Da ist eine andere Taschenlampe. Wer läuft da lang? Who's it girl? Hallo? Oh, fuck you, Alter. Ich weiß nicht, wie Benny das schafft, sich leise zu erschrecken. Bei mir ist das so explosiv, das muss raus irgendwie, ansonsten sterbe ich, glaube ich. So, und ihr könnt wetten, dass mein Kill-Counter wird wahrscheinlich höher sein als der von Benny in Dark Souls 1. Was ist denn ditte? Warum? Achso, ist Weihnachten. Verstehe. Okay, einzige Tür, die verschlossen ist und ominöse Lichter drumherum hat. Ich habe Fragen. Okay, gut, wir gehen mal raus. Ich glaube jetzt nicht, dass man hier jetzt irgendwie noch groß... Findet man Schlüssel? Steve, ich würde dich safe schlagen. Was? Moment, mir fehlt gerade der Kontext. Was? Also es ist echt gut gemacht irgendwie. Es ist echt gut gemacht. Ich geh einfach hin. Danke, Basti. So, ich weiß nicht, ich gehe zur Seite raus. Hier hinten jetzt, glaube ich, raus, wa? Oder? Ja, da vorne. Ich freue mich. Man macht doch nicht... Tatsächlich klingt das so, wenn das letzte bisschen Wasser aus der Badewanne rausgeht. Das macht mir gar keine Angst. Schattenkleister. So, raus hier. Warum ist denn jetzt... What the fuck war das denn jetzt bitte? Das war die alte aus The Ring. Also ich würde jetzt mal sagen, wir gehen straight this way. Soweit wie wir können. Halt, ne? Mit unserer Taschenlampe. In der Hoffnung, dass unsere Taschenlampe auch noch die ganze Zeit anbleibt. Ey, diese Geräuschkulisse, die ist so hart
heftig. Wirklich. Also wirklich, wirklich. Und ich weiß auch gar nicht, warum wir hier sind. Also, ne? Ey, jetzt ist schon wieder dunkel. Ich krieg eine Krise. Oh, das haben sie auch im Blair Witch so fies gemacht. Irgendwie, dass du immer das Gefühl hast, dass um dich rum Bäume anhört. Wird. 20. Mal, ich weiß es nicht. 7., 8. Mal, also es würde dieses Spiel niemals durchspielen können. Niemals. Nie. Oh Mann. Weil du hast auch keinen Plan, Alter. Du siehst keinen Stern, du kannst hier nichts orientieren. Du läufst halt einfach nur wie so ein Lamm durch den Wald, ey. Ich wäre komplett im Arsch. Kannst weißen. Gleich kommt der Spinosaurus. Ja, Spino ist doch mal eigentlich eher im Wasser, oder? Ohne jetzt hier zu krass zu klugscheißern, Blackmore. Nee, doch. Spinosaurus ist der mit der Fächerfinne hinten. Das ist eigentlich eher ein Wassersaurier. Also der ist meistens eher am Wasser. Jurassic Park 3. Arg. Steche. Wer bist du denn? Oh, don't. Oh, ist sie hin? Hey, ho. Freunde, das ist gar nicht so nice. What the fuck? Was? Kommt jetzt ein Yeti? Also, ist jetzt hier der, I don't know, ist, der andere? Okay, das war ein Zeichen. Das war ein Zeichen von ihr. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh, ohne Kopf. Oh. Oh, aber eine astreine Gänsehaut, Alter. Mario! Na? Ich hätte ja eher auf dich gesetzt, wenn es darum geht, die Nerven zu behalten. Nee, da ist tatsächlich ist Benny da ein bisschen straighter irgendwie. Ich bin zu sehr involviert. Ich bin einfach immer zu sehr involviert. Benny kann sich da wahrscheinlich, entweder kann er sich besser distanzieren davon. Oder vielleicht lasse ich mich einfach zu sehr drauf ein. Kann halt auch sein, ne? Vielleicht irgendwie muss man einfach sich komplett abtöten, innerlich. Emotional leer machen und dann kann man dieses Spiel spielen. Es sei denn, du hast halt einen leisen Rechner. Ansonsten wird auch das nichts werden, Mario. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Lecke mich am Zuckerli. Dankeschön für die Metallstange 257. Hey. Vielleicht eine stellenweise Frage ist tatsächlich irgendwie, wir haben ja das Haus als relativ coole Location. Du kotzt hier gleich hin, Alter. Ey, komm ich niemals durch. Niemals, nie nicht, Alter. Wir wissen nicht, was in Steve's Tee war. Na komm, jetzt erzählt mir nicht, dass ich hier einfach straight durchmarschiert, ohne einen Pieps zu machen. Also, ich... Nee, kann ich nicht. Geht nicht. Bin nicht tough hier noch. Nein.
Ich bin auch eher Modellfraktion Reh im Scheinwerferlicht. Ja, aber unterschätzt es nicht irgendwie. Ich meine, ihr seid jetzt halt wirklich in einer sehr komfortablen Position, auf dem Beifahrersitz zu sitzen, ne? Ihr seid nicht die Maus bewegt irgendwie. Und das macht viel aus. Als Benny sich das angeguckt hat oder als Benny das gespielt hat, habe ich ja auch zugesehen. Und ich fand's nicht, ich hab dann auch nicht rumgeschrien. Aber wenn du drin bist, wenn du derjenige mit den Wanderschuhen an bist, dann sieht das Blatt ganz anders aus auf immer. Ich wüsste nicht, welche Lautstärke ich einstellen dürfte. So 2% oder so? Fuck. Ja, ist cool. Du geh woanders. Also, ich meine, es wäre bestimmt lustig, mit zu spielen. Aber wir würden, glaube ich, sterben. Öfter. Also selbst wenn ich das mit Stevie spiele, ich glaube auch Stevie würde sich zwar für einen Moment zusammen. Zusammenreißen können, aber ich weiß nicht, ob der, also, ne, Steve ist halt, wie gesagt, von uns beiden, wenn er sich erschreckt, ein bisschen lauter ist als ich. Ich gucke, wie gesagt, einfach nur manchmal dämlich. Gibt aber auch Situationen, da ist auch bei mir irgendwann vorbei. Und sorry, ich mute mich, wenn ich husten muss. Weil ich glaube, wenn ich huste, ist, wäre das Spiel, glaube ich, ganz schnell vorbei. Jetzt kommt da schon wieder die Kriechtante an. Ich weiß ja nicht, ob wir das. Hör doch auf, geh woanders hin. Fuck. Oh. Ist gar nicht so schön. Weil jetzt zünden die hier nacheinander die Kacke. Ist gar nicht mal so toll. So. Und. Rap, tap, tap. Fuck, was kommt denn? Wieso? Okay, Herr Junge, danke. Danke dafür. Schöner Alert. Ganz toll gemacht. Ganz wunderbar, Klärchenbärchen. Ich bin aber erstaunt, dass von gar nicht mal so viel von Black War bis jetzt kam. Oder geschweige denn von Bianca. Also, falls Black War und Bianca noch da sind, Warte, was? Eigentlich sind die dafür prädestiniert, solche Dinger zu zünden. Oder auch Dave. Oder Jojo. Jetzt kommt wieder die Kopflose. Ah, da vorne ist schon wieder jemand mit Scheinwerfer. Hallo? Netter Scheinwerfermann. Warten Sie bitte. Denn meine Taschenlampe ist für den Arsch. Oh. Okay, wo geht's denn hier runter? Achso, ist einfach Bus. Leichte Erhöhung. Okay, ein kleiner Fels. Ein Rodelberg. Nein, verstößt ihr nicht? Twitch hat das doch gelockert, findest du? Also, ja, stimmt. Na, tatsächlich jetzt in-game. Na, obwohl wir bei in-game nackt. Nee. War das jetzt gerade, was mir den kam oder war das hier einfach nur die blöde Tanne? Habe ich mich jetzt einfach. Ach, Timmer, verdammte! Bitte! Oder habe ich mich jetzt hier wirklich von dem Tannenzweig erschrocken? Also ich weiß, dass er relativ. Niemals würde ich dieses Spiel durchspielen. Niemals. By the way, wirklich. Ja, wir versuchen, wie gesagt, die 18 Minuten. Ja, kein Problem. So, gar kein Problem. Easy. Easy peasy lemon squeezy, würde ich sagen. Lief ja, war super.
Babygeschrei, ja. Schön. 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 Lässt mich total kalt. Oh, Baby. Wo ist Baby? Ja, ich glaube halt so, wirklich halt so, wenn du in der Situation bist und so Kindergeschrei macht, würde mich als Erstes wirklich ganz krass auseinandernehmen. Ne, das lässt sich ganz schnell, ganz doll panisch werden irgendwie, dass du halt, schnell, wo ist das Kind, wo ist das Kind, wir müssen das Kind finden. Und wenn du das denn nicht findest irgendwie, oh Gott, deswegen. Ja, man lässt ja auch seine eigene Vorsicht komplett außen vor denn irgendwie, ne? Mhm. So, also so wie die Tanne hier aussieht, so tot war ich hier schon des Öfteren mal zum Wasser abschlagen. Bei den anderen auch, glaube ich. So. What? Ich wusste jetzt auch nicht, dass die armen Holzfäller tatsächlich in der Nachtschicht arbeiten müssen. Aber komm. Du, das ist halt, wir müssen alle kicken, dass wir einen Kopf über Wasser haben. So, okay, ich bin der Meinung, wir sind hier gleich wieder draußen aus dem Wald. Und wir folgen einfach dem Elch. Das ist ein beknackter Elch an dir vorbei, Alter. Hallo? Mach doch mal Licht an! Hm? Hallo? Ist er Licht? Ah! Ich wünsche, ich könnte das souveräner durchziehen, aber ich kann's nicht. Es geht einfach nicht. Ah! Verdammte, du verdammte, Alter! Wieso? Wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr. Wie schlimm soll das jetzt sein? Alles easy, waren Tauben. Komm. Oh, finde ich tatsächlich, das ist halt auch so ein langsames Ding, was kommt, aber... Oh, mir schlecht. Schlägt mir vom Magen, weil ich muss Beruhigungstee hier nehmen. Okay. Tatsächlich war das Ende ja eher unspektakulär, glaube ich, wenn du wirklich die 18 Minuten erreicht hast, ne? Das ist ja dann so plupp, danke. Ich hätte eigentlich nur eine Ja. Ich hätte eigentlich eher noch so ein heldenhaftes Resident Evil Outro in einem Hubschrauber gen Sonnenaufgang fliegen oder irgendwas erwartet.
So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten kleinen Projekt wieder. Bis dahin, eingehauen. Gar kein Problem. Before playing, don't scream. Please play the game the way we intended. This means. Ich glaube, das wird nichts. Rap, tap, Alter, tap. Hört doch auf, Freunde. Mach doch jetzt nicht ein auf den. What the fuck? Coca-Cola Light! Coca-Cola Normal! Ich hab gar nicht gescreamt! Will er mich verarschen? Das ist... Yay! Wir machen auch... So viel dazu.